Das Motto des Pfarrers ist schon dieses: Es darf für unsere Gäste keine Alternative geben zum Pfarrer. Und es darf für unsere Mitarbeiter keine Alternative geben zum Pfarrer. Wenn wir unsere Azubis dann im ersten Jahr empfangen, dann sage ich immer, unser Beruf ist der schönste Beruf der Welt. Man muss ihn lieben und man muss ihn so auch ausführen, dass dadurch etwas bewirkt wird. Bewirkt wird bei unseren Gästen. Und dann sage ich immer, was man gibt, das kommt immer wieder auf einen selber zurück im Leben. Und das ist so. Und das ist bei uns, wenn Sie so wollen, das Geheimnis. Unsere Gäste fühlen sich wohl und unsere Mitarbeiter fühlen sich wohl und sind glücklich. Und nur glückliche Mitarbeiter können Gäste glücklich machen. Meine beste Erfahrung war eigentlich allgemein, die Gäste glücklich zu machen, einfach die Dankbarkeit dann zurückzubekommen. Die Pfarrers Akademie ist für uns so der Startpunkt gewesen zur Ausbildung. Wir haben da am Anfang 2 Wochen verbracht, haben da alles Grundlegende über die Hotellerie im Allgemeinen, über den Umgang mit dem Gast, aber auch um die kleinen Besonderheiten hier im Hotel gelernt, über Azubi, über Fachkraft, über Führungskraft. Jeder darf mitmachen, jeder kann was dazulernen und so versucht man sich immer weiter fortzubilden und weiterzuentwickeln. Also was mir gefällt, ist das Miteinanderarbeiten einfach hier mit den Kollegen. Ich habe meine Ausbildung hier gemacht, ich habe die Leute hier über lange Zeit, kenne ich die jetzt schon. Und man wird so, man hat einen Freundeskreis hier entwickelt, man hält zusammen, man erlebt hier viel, ob es positiv oder negativ. Man hat mal einen schlechteren Tag, aber man ist immer füreinander da und das spürt man hier ganz deutlich beim Arbeiten. Für einen Familienbetrieb wie den Pfarrers ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass die Familien eine Rolle spielen. Also die eigene Familie, meine Kinder, meine Enkelkinder. Wenn ich von meinen Kindern spreche, dann ist es wunderbar und macht mich sehr glücklich, dass Britta und Hannes Pfarrers vor mehr als 10 Jahren hier in das Unternehmen eingestiegen sind. Und dass das so ist, das macht mich sehr glücklich und dass die Nachfolgeregelung bei uns hervorragend gelungen ist, das ist nicht selbstverständlich. Und dann ist die Familie der Pfarrersianer, der Mitarbeiter auch immerwährende Motivation und auch Aufgabe, die Mitarbeiter, die Fachkräfte weiterzuentwickeln, die Führungskräfte zu halten, langjährig bei uns zu haben. Heute darf ich mit großer Freude auch sagen, alle unsere Mitarbeiter kamen nach dem 2. Lockdown wieder zurück ins Pfarrers und sind größtenteils heute noch da. Also ein Stimmungskiller bei den Pfarrersianern war natürlich die Corona-Zeit. Das war schon heftig. Also wir ohne das Pfarrers und die Pfarrersianer ohne uns, das war nicht schön. Und das hat schon auf die Stimmung geschlagen und dem haben wir entgegengewirkt, dass wir wöchentlich ein Zoom-Meeting gemacht haben, ein Pfarrersianer-Stammtisch-Treffen. Und das war so schön, die, auch wenn es nur über Zoom war, immer mal wieder zu sehen und sich auszutauschen. Und dadurch konnte man die Stimmung dann wieder heben im Team und auch, bis wir dann endlich alle wieder beisammen sein konnten, gut halten. Ja, ohne die eine Familie geht es die andere Familie nicht. Ohne die Pfarrersianer Familie geht die Familie Pfarrers nicht und ohne die Familie Pfarrers geht die Pfarrersianer Familie nicht. Vermischt sich auch so ein bisschen bei uns das Privatleben und das geschäftliche Leben. Wir leben auch hier. Das Haus ist mehr als nur eine Arbeitsstätte. Es ist auch ein Stück weit zu Hause. Ich bin ja hier geboren, bin hier aufgewachsen und so kenne ich auch noch Mitarbeiter von Kindesbeinen an, die immer noch hier sind. Ist also auch ein Stück Familie.
Wir haben das Privileg, als Familienunternehmen hier zusammen sein zu können, zusammen zu leben, zu arbeiten, zusammen mit meinem Schwiegervater. Wir verstehen uns gut, auch wenn es manchmal in manchen Besprechungen vielleicht auch mal heiß hergeht, haben wir alle das gleiche Ziel und das ist wichtig. Also wir wollen immer alle das Beste und ja, wir leben das Paradies und ja, also ich könnte es mir nicht besser vorstellen, weil ja, was soll ich mir noch wünschen? Ich selber durfte als Kind hier sein, habe dann später hier im Haus Ausbilder gehabt, die mich als Kind schon kannten. Und das waren auch Vorbildfunktionen, natürlich auch Hermann Barreis, den ich als Kind beobachten konnte. Und dieses Ineinanderübergehen, glaube ich, macht diesen gewachsenen Geist des Hauses aus. Mich motiviert, dass ich hier in meiner Arbeit hundertprozentigen Sinn sehe. Das macht mir einfach richtig Spaß zu sehen, wie die Gäste hier die schönste Zeit ihres Jahres verbringen, wie sie das Barreis in seiner ganzen Vielfalt entdecken können und wie wir mit dem ganzen Team einfach eine Höchstleistung bieten wollen und wie die Gäste dann am Ende auch wirklich dankbar sind und das auch zu schätzen wissen, was wir eigentlich alles machen. Ich glaube, dass den besonderen Generationengeist des Hauses ausmacht, einmal die Familie Barreis natürlich in dritter bzw. vierter Generation, aber auch das, was die Gäste mit einbringen. Ich, in den Laufe der vielen Jahre, wo ich jetzt hier sein darf, sieht man immer wieder große Familientische, Großeltern, Enkelkinder, Schwiegerkinder, die hier auch ein Familienfest zusammen feiern. Wir haben Mitarbeiter, wo Geschwister oder Kinder hier die Lehre gemacht haben oder als Geschwister hier zusammenarbeiten. Das Barreis war immer in seiner über 70-jährigen Geschichte immerwährend im Fluss. Was müssen wir machen, um den ständig veränderten Wünschen unserer Gäste gerecht zu werden? Und da hat es sich immer gelohnt, dass man sich sehr, sehr hineinkniet in diese Welt, in die Gedanken unserer Gäste. Aus den Gedanken der Gäste entstehen ja auch Urlaubswünsche. Und denen wollten wir nicht nur gerecht werden, sondern den wollten wir mit dem Hotel Barreis immer ein Stück weit vorauseilen. Und das hat dann dazu geführt, dass wir von Jahr zu Jahr irgendetwas Attraktives gebaut haben oder eingerichtet haben. Wir haben in der nächsten Zeit ganz vieles vor. Wir haben einen riesen Wunschkatalog, was wir gerne am liebsten morgen umsetzen möchten für das Barreis. Das sind einerseits bauliche Weiterentwicklung, aber andererseits auch Angebote und Serviceleistungen. Aber es ist eine Evolution, die das Barreis durchmacht. Also wir werden keine Revolution anstreben, wonach dann unsere Gäste hierher kommen und sagen, ich erkenne das Barreis ja nicht wieder. Aber eine ständige Verbesserung, Veränderung und Evolution, das ist von uns angedacht. Und dafür haben wir ganz viele Ideen. Gut, wir reisen natürlich viel und überlegen uns immer, was unsere Zielgruppe wohl jetzt und in Zukunft erwartet. Und wir selber als Familie, wenn wir reisen, wir haben auch gewisse Ansprüche und versuchen natürlich das so ein bisschen auch auf unsere Gäste oder andersrum uns dann zu überlegen, wie können wir das Barreis so weiterentwickeln, dass es keine Kopie von irgendwas ist, sondern dass es immer ganz individuell zu uns passt, zu unserer Geschichte passt und auch zu unserem Gästeklientel, aber auch zu der ganzen Philosophie. Das ist sowohl kulinarisch, gastronomisch-kulinarisch, als auch architektonisch. Es ist ja in der gesamten Barreis-Philosophie verankert, dass wir hier im Schwarzwald sind, dass wir ein Hotel auf dem Land sind. Da spielt
Landhausarchitektur eine Rolle, da spielt regionale Gerichte, die Kulinarik eine Rolle, solche Dinge. Was einen perfekten Gastgeber für mich auszeichnet, ist, wenn er mit dem Herzen dabei ist. Wenn er es gern macht, wenn man das spürt, wenn es ehrlich ist. Und dann kann es nur perfekt sein. Da geht es dann nicht darum, dass das Besteck 100% akkurat liegt, sondern wenn es ein bisschen verrutscht ist, dann ist es nicht so schlimm, aber der Gastgeber muss mit dem Herzen dabei sein. Ich glaube, das ist das Erfolgsrezept auch des Hotel Barreises, dass diese Führungskräfte an der Basis sind, direkt am Ohr. Man weiß, was ist, was geht im Laden, wie ist die Stimmung. Und das kriegen sie nur mit, wenn sie an der Basis sind. Das kriegen sie von keinem Schreibtisch aus mit. Gell? Da kann man viel vermuten, machen und tun, aber man wird niemals die Realität erleben. Gell? Ich bin jetzt über 30 Jahre hier. War der Hermann Barreis für das, was er hier geleistet hat und was er immer noch und täglich leistet, immer ein großes Vorbild, ich glaube, für uns alle. Natürlich. Weil das einfach nicht nur für uns persönlich, sondern für die gesamte Branche einfach außergewöhnlich ist, was er da geleistet hat. Man muss natürlich auch noch dazu sagen, der Erfolg dieses Restaurants ist auch gekoppelt an den Erfolg, was der Hermann Barreis initiiert hat, was er uns hier zur Verfügung gestellt hat, was er uns auch mit auf den Weg gegeben hat, was er uns ermöglicht hat, das ist nicht selbstverständlich. Ja? Ich finde es halt erstaunlich, dass er jeden Mitarbeiter mit dem Namen anspricht. Also das wirklich jeden Mitarbeiter. Und das können nicht alle von sich behaupten. Und ich sehe noch ab und zu unten, wo die Bilder und die Namen der Mitarbeiter, da haben wir so eine Wand. Und da sehe ich ihn ab und zu, wie er das versucht auswendig zu lernen. Genau. Und das ist schon erstaunlich, ja. Ich glaube daran, dass der Schwarzwald immer mehr an Wichtigkeit zunimmt. Und aufgrund der Nachhaltigkeit, aufgrund der Regionalität, man muss nicht mehr so weit wegreisen, um was Tolles zu erleben, um die Einzigartigkeit der eigenen an der Natur zu erleben, ist man hier gut aufgehoben. Ich glaube schon, dass viele, viele junge Familien das in Zukunft auch noch mehr wertschätzen, was wir eigentlich im eigenen Land haben. Die Attraktivität des Schwarzwaldes hat auch dazu geführt, dass wir hier im ganzen Schwarzwald eine großartige Wertschöpfung haben. In allen Bereichen. Da müssen wir alles dran setzen, dass die bleiben und dass die sich auch weiterentwickeln können. Dass hier alles getan wird, und das ist ja der Fall, dass alles getan wird, dass es gut weitergeht und unsere Gäste immer wieder gerne in den Schwarzwald kommen, weil sie hier gut aufgehoben sind und sich zu Hause fühlen können, aber auch feststellen, dass die Orte sich weiterentwickeln, dass hier die Architektur und alle Dinge, die mit Schönheit zu tun haben, sich auch verändern und positiv weiterentwickeln.